Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. Mirage. So, wir sind ja in der Höhle hier gelandet. In der letzten Folge. Und müssen uns einmal den Weg freikämpfen. Ich bin ein bisschen guter Dinge, dass da hinten eine geile Truhe mit geilen Zeugs ist. Aber wir müssen erstmal uns hier rauskämpfen. Ich hoffe, dass wir Erde noch benutzen können gleich. Okay, das haben sie noch nicht ganz gerafft. Das hat nur der eine gesehen. Der kommt jetzt gucken, dann machen wir den als nächstes. Was? So. Gehen wir auch mit vor. Oh, hier. Gib mal her, hier, dein Dirham. So, jetzt müssen wir nur noch den einen da wegkriegen, dann können wir zumindest schon mal um die Ecke gehen. Was war das? Und wenn wir denn in Aldar sind, müssen wir auch mal gucken, dass wir uns ein paar Plakate holen. Wir müssen mal wieder Bekanntheitsgrad verlieren. So. Ist das jetzt nur noch der eine da? Ja, den kriegen wir doch so weg. Oh, voll mit dem Kopf auf den Tisch geknallt. Das hat gescheppert. So, was ist das hier? Bewegen. Okay. Weiter geht nicht. Aber reicht auch hin, oder? Können wir da nicht rüber? Doch. Das können wir tragen. Hätten wir explodieren lassen können mit Hilfe eines Messers. So, hier haben wir nochmal eine Kiste. Tragen. Können wir hier den Weg freisprengen? Wahrscheinlich nicht. So. Haben wir noch Wertgegenstände übersehen? Aber wir haben hier nochmal zwei Gegner. Können wir uns hier hinter verstecken? Ja, ne? Okay, es sind in jedem Fall zwei. Ich würde es nochmal mit den Hühnern versuchen, in der Hoffnung, dass das wieder Kampfhühner sind. Wahrscheinlich aufstehen, ne? Ich komme aber nicht an den Hühnerkasten ran. Ja, genau. Jetzt kommt das blöde Huhn zu mir. Wow. Alter Schwede. Okay, da muss ich ja echt drauf aufpassen. Ja, logisch. Wenn ich es mit einem Wurfmesser zum Explodieren bringen kann, kann ich da auch mit einem Schwert gegenschlagen und es explodiert, ne? Wir gehen aber trotzdem nochmal rein in die Höhle. Es ist nicht synchronisiert. Kleinen Moment. Den Synchronisationspunkt möchte ich schon mitnehmen. So. Jetzt aber. Doch, ist synchronisiert, ne? Egal, wir synchronisieren nochmal. Sicher, sicher. War der orangene Punkt da eben auch drin? Ich war mir gar nicht sicher. Ich habe gerade gedacht, das ist weiß. So. Jetzt aber.
Ich hoffe, dass das wieder so gut funktioniert wie eben. Okay. Das ist der erste. Den können wir tragen, müssen wir aber nicht. Der liegt ja ganz gut da, ne? Okay, wir versuchen es nochmal. Okay. Hat's gereicht oder hat er mich gesehen? Nee, es hat gereicht, aber er müsste ja jetzt gucken kommen, oder? Nee, absolutes Desinteresse. Dann holen wir uns den nächsten. Ja, genau. Wer wäre dumm genug, euch anzugreifen? Wollte eigentlich das Pass treffen. Ja, das verwundert dich jetzt, ne? Okay, jetzt guckt er natürlich her. Ja, also wieder Langeweile. Nichts passiert. Ist gar nicht der Rede wert. Da hat jemand zwei Wurfmesser im Körper. Oh, kann mal passieren. So. Müssen wir natürlich den Stein auch nochmal bewegen. So. Jetzt aber oben drüber. Ah, das sah doch gekonnt aus. Ja, einmal die Truhe. Und das war ja auch alles, ne? Sonst haben wir nur dieses kleine explosive Fässchen. Wie viele waren hier vorne? Zwei. Okay, den kriegen wir so nicht angelockt. Hilfsmittel aufgebraucht. Ach, Headshot ist One-Shot. Ah, geil. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Oh nein, ich stehe hier voll doof. So. Hast du noch ein Dirham? Nein. Der arme Kerl ist pleite. Ja. Immerhin. Und ein Wurfmesser. Und er hat noch ein bisschen Geld für uns gehabt. Okay, Leben ist voll. Wie komme ich denn jetzt raus hier? Ich gehe mal davon aus, ich muss das deswegen tragen. Boah, ein Glück habe ich jetzt noch ein Wurfmesser gefunden. Oder kann ich vielleicht sogar die kleine Flasche werfen? Na gut, dass ich damit jetzt keinen Blödsinn gemacht habe. Komme ich damit hier rüber? Ah, okay, okay, okay. Warte mal. Ablegen. So. Den können wir doch bestimmt hier auch noch in die Richtung ziehen, ne? Ah, da siehst du. Spawnt die nach, ja? So. Ah, okay, die können wir auch schmeißen. Ist
Das hat keiner gehört, oder? So. Okay, da haben wir noch ein bisschen Geld gesammelt. Noch ein Wurfmesser. Sehr schön. Da unten haben wir noch ein paar Gegner. Und eine fette Kiste. Oh, ich hab's gewusst. Oha. Aber ich glaube, den können wir ohne Probleme wegmachen. Oben ist nix mehr, ne? So, damit haben wir zwei weg. Und den da würde ich am liebsten als erstes wegnehmen. Vorzugsweise im Sprung. Ich komme da nicht hin, ne? Schicksal ist besiegelt. Hier ist nichts. Bist du sicher? Ich stehe hier ziemlich offensichtlich. Hi, mein Freund. Was? Allah, gib mir Kraft! Wo willst du hin? Kein Schritt mehr! Wo wollten der jetzt hin? Allah gibt mir Kraft, damit ich weglaufen kann. So, erstmal plündern wir hier alles. Oh. Oh. Oh, hier wären wir aber reich. Da ist auch noch einer. So, hier oben noch irgendwas. Ja, natürlich. Oh, danke die Herren. Und jetzt die große. Verbesserungsplan für den Dolch der Verborgenen. Ja, einmal nur kurz. Oh, da haben wir noch was vergessen. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Ne, da wäre auch noch was. Ah, ne, das ist, ne, das ist hier. Hier ist noch eine Truhe. Und der Weg, wie es weitergeht wahrscheinlich. So, ich würde jetzt aber gerne mal gucken. Inventar. Dolch. Ja, ich habe jetzt die Verbesserung, aber ich kann nicht lesen, was ich verbessern kann, ne? Das wird wahrscheinlich meine Wahl sein später. Drücke nach... Okay, das wäre ganz gut. Ja, ich würde erstmal hier mitgehen wahrscheinlich. So, Sturzabfang. Basim führt nach einem... Basim führt nach einem Fall aus gefährlicher Höhe automatisch eine Rolle aus und verringert dadurch den erlittenen Schaden. Zwei Fertigkeitspunkte. Oh, sechs Stück haben wir. Attentäterkonzentration. Fügt den Konzentrationsbalken ein zusätzliches Segment hinzu. Oder Kettenattentat. Töte nach einem Attentat einen zweiten nahen Gegner oder wirf ein Messer auf einen weiter entfernten, wenn Wurfmesser verfügbar sind. Klingt auf jeden Fall gut. So, den können wir nicht mehr nehmen. Wir könnten jetzt noch den Trickser mitnehmen.
aber den würde ich, da würde ich mir den Punkt erstmal sparen. So, da kamen wir her. Hier müssen wir lang. Bauplan können wir uns leider nicht angucken. Gesundheit ist immer noch voll. Okay, wir haben auf jeden Fall keine Gegner in der Nähe. Hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Nee. Gut, dann schauen wir mal nach oben. Und hier haben wir auch keine Gegner. Aber die Tür können wir entriegeln. Okay, dann gehen wir jetzt nach Alt... Da... Ja, wir sind draußen. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nach Alda und gucken mal, ob Nihal da ist. Und bei der Gelegenheit in Alda können wir garantiert auch das ein oder andere Plakat abmachen. Weil es nervt mich schon, dass ich jetzt schon hier den zweiten Punkt voll habe. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das wieder auf Null kriegen. Dass wir hier unbehelligt auch durch die Straßen gehen können, ohne dass uns ständig die Wachen auf die Nerven gehen. So. Noch 500 Meter. Oh, wir gehen mal ein bisschen. Da ihr alle keine Angst vor mir habt, hier werden keine Plakate sein, aber... Okay, ihr wisst doch, wie ich, ihr wisst doch, dass ich gesucht werde. Ah, wir gehen ja gleich weiter. So. Das gibt's ja nicht. Hol die Wache! Ich wurde beraubt! Oh, Mieze! Ja. Ruf die Wachen! Hier ist ein Dieb unterwegs. Du bist ein gutes Mädchen, ne? Ja. So, weiter geht's. Die arme Frau. Schlafend beklaut worden. Nicht mal draußen im Freien kann man sicher liegen. Al-Anbar. So. Hier vorne. Hier hätten wir noch ein paar kleine Körbchen, aber keine Truhen. Ist natürlich die Frage, ob die Wachen mich denn durchlassen. Bist du nicht der von den Aushängen? Nein, nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Da wäre jetzt ein Plakat gewesen, aber das war mir zu dicht an den Wachen. Ich weiß nicht, wie die reagieren, wenn ich das direkt neben den abreiße. So, das bin ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Das könnte absolut jeder sein. Ich muss die loswerden. So, einen brauchen wir noch. Hier hätten wir ein paar Söldner. Könnten wir jetzt Spaß mit der Wache machen, die da steht. So, ihr werdet bald merken, dass ich wieder zurück bin. Ziemlich leichtsinnig, war. Das ging lange gut hier mit dem Klingelbeutel. Relativ leichtsinnig, dass man jetzt hier das ganze Geld an Gesäß trägt, aber das werde ich euch wieder austreiben. Das sind alles Erziehungsmaßnahmen, ne? Damit die ein bisschen dazulernen hier. Nicht so leichtsinnig zu sein. Oh, es tut mir leid, junge Dame. So, ein Plakat brauchen wir noch. Mhm. Mittlerweile kann ich nicht mal mehr sagen, ich nehme es von den Reichen und gebe es den Armen, sprich mir. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mittlerweile mehr Geld habe als die ganzen Leute, die hier rumlaufen. Aber das ist natürlich auch wieder im Sinne der Gleichberechtigung, ne? Die Reichen müssen halt auch mal ein paar Spenden kriegen. Können nicht immer die Armen hier ein bisschen Geld kriegen, ne? Man muss das ja auch mal ein bisschen abwechslungsreich gestalten.
Mal kriegen die Armen, wenn ich kein Geld mehr habe. Und manchmal kriegen die Reichen. Ein Plakat noch. Weißt du was? Wir gehen einfach zu den Wachen hin und reißen das da ab. Oh oh. Okay, der Blick hat sich verloren. Da hat mich irgendwer bei irgendwas erwischt. Wo steht denn mein... Wo steht mein Auto? Den Turm müssen wir auf jeden Fall noch erreichen. Und wir sind gekommen von... Wieso er das immer macht. Wieso kann ich da nicht wie ein ganz normaler Mensch reinzoomen? Ah, der Winterpalast. Das weckt so viele Erinnerungen. Aber über welches Tor bin ich jetzt gekommen? Bin ich hier unten rein oder bin ich hier rein? Ich bin hier rein, ne? Habe ich aber schon ein paar Meter gemacht. So, warte mal. Erstmal wollen wir das Plakat abmachen. So. Dann müssen wir noch synchronisieren. Können wir gleich zuerst machen. Komm ich da rüber? Na sicher. Ich bin Assassine. So. Oh. Okay, Kiste. Das können wir noch einsammeln. Hier, da. Oh Gott, ich dachte gerade, der springt mit dem Körper raus. Ja. Wunderbar. Ach, herrlich. Und wir sind dann auch gleich direkt am Tor. Die Weltkarte müssen wir jetzt aber nicht öffnen. So, der Karren hat mich aufgefangen. Was ein netter Karren. Karren. So. Kleinen Moment, Männers. Ihr guckt ja gerade nicht. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ja, furchtbar. Ey. Das sah genauso hässlich aus wie eins von diesen Van Gogh-Bildern. So, wir müssen jetzt einmal zu Nihal. Einmal schauen, ob unsere gute Freundin überhaupt noch da ist. Ich muss mal hin und wieder auch gucken, ob hier, gerade hier, wo Wachen sind, ob hier ein paar Truhen sind, große. Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwann was Cooles. Also, wenn so eine Wache mal in der Nähe ist, dass man dann sagt, hier, ja, gucken wir mal. Sind gerissen. Die Feuerschleuder, die Well erwähnt hat, die gibt es wirklich. So. Hier wäre zum Beispiel eine Truhe unten. Das wäre doch schon mal interessant. Ja, ich gehe schon. Okay. So habe ich im Jahr 23 Horan die Freiwache besiegt. Ich denke, die Eunuchen führen etwas im Schilde. Seit die Probleme losgingen, sind sie sehr schmallippig geworden. Ich glaube, Sadiq gibt mir Absicht. Okay.
ganz schlimm mit den Eunuchen, ne? Aber wo komme ich rein? Die Kiste ist hier unten. Und zwar noch ein Stück tiefer. Diese... Was stimmt nicht mit dir? Och, boah, wenn ich da jetzt mit anfange. Da sitzen wir aber morgen noch hier. Okay, wieso komme ich an diese Truhe nicht ran? Wir haben hier keine Tür, ne? Wir hätten unten die Tür. Okay. Hier können wir nicht aufmachen. Alles gut, Jungs. Ich bin nur vom Dach gesprungen. Ich bin ein ganz normaler Bürger. Ich gehöre hierher. Also ich komme hier nicht rein, ich komme da nicht rein. Da ist das Fenster zu, hier komme ich auch nicht durchs Fenster. Hier ist nur eine Kabine zum Verstecken. Die Tür ist auch nicht zum Öffnen. Die ist nicht zum Öffnen. Da auch nicht. Und hier sind wir einmal im Kreis gegangen. Lesen. Grausamer Zeitvertreib. Sohn, lass ab von dem Leben, das du führst. Hahnkämpfe sind Haram und ein grausamer Zeitvertreib für Mensch und Tier gleichermaßen. Für den Vogel, weil er sein Leben verliert, für den Menschen, weil er Zeit vergeudet und sich am blutigen Ende eines armen Geschöpfs erfreut. Kein Geld ist solche Grausamkeit wert. Die Vögel haben keine andere Wahl, als den Kampfplatz zu betreten. Doch du kannst dich entscheiden, einfach vorzugehen. Verlasse die Behausung der Armen am Hafen und komme zu uns zurück. Hahnkämpfe. Ja, die Hühner sind frei. Also da braucht sich der Vater da keine Sorgen mehr machen. Nicht stehen bleiben. Die haben wir befreit. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt. Darf ich mal? Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Also wenn vielleicht nochmal hier hoch gucken, aber es sieht halt nicht so aus, ne? Würde dir gefallen? Die Tür vielleicht? Ja. Komme ich denn da jetzt ran? Warte mal, von hier. So, um die Ecke. Ach komm, geh doch runter. Nee, die kann ich auch nicht öffnen. Vielleicht ja später mal. So, Nihal, ne? Da wollten wir ja auch noch hin. So. Ach, hier geschieht nie irgendwas. Okay, auf jeden Fall ist da wer drin. Das sieht auch von der Statur aus wie Nihal. Schauen wir mal. Wasim? Nihal! Du bist es wirklich? Nihal. Ich... Sag nichts, Sadiki. Es tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Wahre Freundschaft vergeht nicht. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war.
Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern. Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Ja, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich bestimmt um als jeden, Kind oder, ist sie beim Orden oder bei den Assassinen groß geworden und dann irgendwann auf sich allein gestellt gewesen. Da hat sie es schon mal gesehen, oder? Der Orden der Ältesten ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Okay, wir haben jetzt ein neues Ziel, neue Aufträge. Nachforschung. Mein altes Zuhause, mein Versteck in Al-Anbar. Könnte Nihal in unserem Versteck sein. Haben wir ja eigentlich schon gefunden, ne? Haben aber keinen Haken dran. Ich muss mit ihr sprechen. Kriegen wir aber bestimmt gleich. Und wir haben Nihals Aufgabe. Nihal ist seit einiger Zeit besessen von antiken Schriften. Findet die versteckte Stätte. Das ist aber nicht da, wo wir herkamen, oder? Ja, wir schauen mal. Und vielleicht sollte ich mich etwas genauer mit Nihals Besessenheit beschäftigen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Ja, ist doch schön. Schön für Nihal. So, haben wir hier schon synchronisiert? Ja, haben wir gemacht. Gibt es hier noch ein Ohr zum Synchronisieren? Nee. Jetzt noch den Winterpalast, okay. Historische Stätte, hier sollen wir hin. Ansonsten haben wir hier nichts. Was ist das? Teleguid. Ach so. Ich denke gerade. Hey, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, wow. Okay. Er wurde von Räubern überfallen, direkt neben der Masjid Burata. Ja, wunderbar. Ali lebt ja noch. Wollen wir zur Stätte noch hingehen? Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber wir können ja so ein bisschen nochmal hier nach Kisten oder ähnlichem schauen. Zumindest 5 Minuten etwa hier nochmal vielleicht was Interessantes entdecken. So. Beides essen können wir nicht mitnehmen. So, wenn wir Kisten haben wollen würden. Wir brauchen Wachen in der Nähe. Und wo Wachen sind, sind auch Kisten. Ja, wir haben diese Kiste, aber da weiß ich halt nicht, wie man da rankommt. Noch nicht. Aber das kriegen wir auch noch raus. Hier gibt's nichts. Heuwagen. So. Ja, ich gehe mal davon aus, eher in den großen Gebäuden als hier bei den kleinen. Man könnte dort nochmal zu diesem Turm gucken, ob da was drin ist. Komm, da gehen wir noch schnell hin. Das machen wir nochmal eben. Gucken uns nochmal da die Gegend an. Also nicht den hier, sondern den da. Aber hier können wir ja auch einmal kurz einen Blick riskieren.
Achso, wir sind... Ja, ja. Never mind. Hier ist ja nur die Kiste, an die ich nicht rankomme. Aber, was ist das? Oh, okay. Ich dachte jetzt kurzzeitig, hier wäre irgendwas. So, der Turm da hinten. So, die Sachen nehmen wir noch schnell mit. Hasenbrote. Wir müssen auch mal zum Händler anfangen, unseren Krempel hier zu verkaufen. Ist das deren Kiste? Man weiß jetzt, was die Unruhen beim Durta-Kloster letzten Monat ausgelöst hat. Die Christen haben zu viel getrunken. Männer in Frauenkleidern haben getanzt und sich auf... Okay. Das muss sein. Es tut mir leid. Sicherheit geht vor. Ihr wisst, wie das ist. So. Das nehmen wir nochmal eben mit. Cool, das war jetzt schon mal unser Kombi. Unsere Kombi im Angriff. Das ist auch was Neues. Haben wir ja gerade erst freigeschaltet. Ich wollte es auch unbedingt mal ausprobieren. Hier darf man nicht sein. Hier ist Sperrgebiet. Aber... Warum? Hier gibt es nichts. Da im Wasser ist was. Ist das im oder unter Wasser? Hier ist auch sonst nichts weiter. Eine Truhe. Ja, schön. Hat sich das ja auch gelohnt. So. Aber in dem Turm selber ist gar nichts. Ein bisschen schade, ne? Wir haben da hinten noch einen Turm, da können wir auch noch mal eben hinschauen. So, machen wir nochmal auf die Schnelle. Und so begann es, als er anfing zu schrudern mit seinen 30-Minuten-Folgen. Okay, hier komme ich nicht rein. Haben wir denn hier überhaupt irgendwas? Wird mir nichts angezeigt. Dort haben wir eine Wache. Hier ist Nihal. Und hier haben wir auch nichts. Ist aber mager hier, ne? Im Ort. So. Ah. Na, wer sagt's denn? So. Arbeiten wir uns so mal ein bisschen vor hier. Wenn wir zur historischen Stätte wollen. Okay, das ist jetzt nur so ein bisschen Klimbims. Und ein Versteck. So. Was? Ja, da guckst du, ne? Ist nix. So, immer mal ein bisschen schauen. Okay. So. Was? Meter? Wir haben die falsche Mission, kann das sein? Hier wollten wir eigentlich hin.
Schneider, Söldner. Aber wir haben keine Schmiede hier, ne? Okay. Wir müssen noch mal eben schnell was organisieren. Da. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. Ernsthaft jetzt. Mach ich den. Soll ich den einfach wegmachen? Ich soll ihn ja nachgehen, ne? Aber der hat doch was zum Klauen. Der behält mich aber im Auge hier, ne? Hey, du bist tot! Genau, Missgeburt. Was? Bitte was? Au! Nee, das kann ich auch. Ja, guckst du, ne? Ja, ich muss mal ein bisschen weg. Ah, ich hab keine Wurfmesser mehr. Okay, kleinen Moment. Ich will mal lieber fliehen, glaube ich. Obwohl, den mache ich jetzt auch noch. So, das hast du davon, du Drecksau. So, tragen. Einsammeln. Mist, wo ist er jetzt hin? Da hinten. Dafür bezahlst du, du Schlange. Bitte? Bitte nicht so eine Kraftausdrücke, ja? Das dauert nicht lang. Das Ausweichen, ich bin einfach zu langsam. Was soll denn da? Jetzt macht er hier gar nichts. Leck mich am Arsch. Ich hab's nicht drauf. Ich hab die Kämpfe, ich hab deswegen lieber Sneaky. Ich hab's einfach nicht drauf mit den Kämpfen, also bin ich ehrlich. Das wird nichts. So, aber zumindest haben wir die Truhe hier vorne. Nehmen wir das jetzt Speicherpunkt für heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn wir zum Schluss nochmal ein bisschen verkackt haben. Aber den Typen kriegen wir noch. Bin ich mir ganz sicher. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Lasst gern mal ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.